Ja, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz hier im Oststadion im Presseclub im Raum. Und zwar, wir kommen zur Bezirksliga Staffel 3 am 15. Spieltag. Zu Gast der Aufsteiger TuS Mechernich. Ich begrüße Herrn Guido Mertens. Willkommen. Anreise dementsprechend alles gut. Von Mechernich bis hier dürfte auch kein Problem sein. Ne? Ist doch eine annehmbare Entfernung. Annehmbare. Und von den Sportfreunden, beide Trainer dementsprechend gut gelaunt nach dem heutigen Spieltag, Bernd, oder? Ja. Gut. Anreise war auch gut. Da sind wir ja alle zufrieden. Zum Spiel 3:1, zwei Halbzeiten. Erste Halbzeit 4 Tore, in der zweiten Halbzeit kein Tor. Schlechter Anfang für Ihre Mannschaft. Herr Mertens, kommen wir mal zu Ihrer Mannschaft zuerst. Sie haben verloren letzte Woche ein Unentschieden zu Hause in Bliesheim, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Haben Sie heute, sag ich mal, Punkte verschenkt durch das Eigentor? Also Punkte verschenkt haben wir letzte Woche gegen Bliesheim, weil wir eine Vielzahl an Torschancen haben liegen lassen. Heute ist es ja nur 3:1 ausgegangen, weil die Vielzahl an Torschancen von Düren ausgelassen worden ist. Also die Niederlage hätte ja wesentlich höher ausfallen müssen eigentlich. Aber wir als Aufsteiger wissen, unsere Situation sehr gut einzuschätzen. Also die 25 Punkte, die wir haben, die nimmt uns erstmal keiner mehr. Und wir müssen auch erkennen, dass es halt Mannschaften gibt, die besser sind als wir. Und das war heute ganz klar der Fall. Bernd, die Klepkens haben es heute entschieden in der ersten Halbzeit. Ich hatte den Gerrit eben kurz gefragt, hier vor der Pressekonferenz. War sehr glücklich, dass es heute auch so gut für ihn gelaufen ist. Wie siehst du die beiden Klepkens heute? Beide haben erzielt, die Tore. Ali ist zum Schluss schon mal nur eingewechselt worden und Marcel ist heute ohne Tor nach Hause gefahren. Ja gut, das erste Tor geht ja auf die Kappe vom Marcel Reiskies, ob man jetzt der Eigentor zusagt. Ich glaube, letzten Endes war das schon eine Aktion von Marcel Reiskies. Insofern ist es auch bei uns vollkommen wurscht. Ich glaube, heute hatten wir mit Cheyenne Beisern und mit dem Dominik Locker zwei überragende Sechser auf dem Platz, die in meinen Augen ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben, sehr, sehr viele Bälle gewonnen haben, sehr, sehr viele Pässe nach vorne gespielt haben, die Jungs gut eingesetzt haben. Also für mich ist immer so diese Torschießerei, ist glaube ich immer recht schön, dann jubelt immer alles. Aber wenn man so eine Mannschaft sieht, dann sind für uns Trainer, glaube ich, immer gerade solche Positionen, die dann nicht unbedingt zum Torerfolg führen, sind für uns, glaube ich, recht wichtig und muss man ganz klar sagen, wie gesagt, Dominik Locker und Cheyenne Beisern waren heute überragend. Herr Mertens, Halbzeit hier im Oststadion heute, dementsprechend ab in die Kabine, so ein bisschen Tee getrunken, aber Ihre Mannschaft kam ganz anders zurück zur zweiten Halbzeit. Was haben Sie in der Halbzeit mit Ihrer Mannschaft getan, beziehungsweise was haben Sie umgestellt? Weil der Jens und der Lukas, Ihre beiden Torgaranten, kamen, sag ich mal, besser ins Spiel in der zweiten Halbzeit. Ja, jetzt aber die ersten 45 Minuten, die waren von uns auch wirklich unterirdisch schlecht. Da haben wir uns nicht als Einheit präsentiert und das ist das, was wir machen müssen, Woche für Woche. Wenn wir ein oder zwei Spieler dabei haben, die nicht an ihre Leistungsgrenze herangehen, dann sind wir nicht konkurrenzfähig. Und dann haben wir in der Halbzeit zusammen gesprochen und dann ein bisschen an die Ehre appelliert, dass wir uns besser verkaufen. Das war also in der ersten Halbzeit gar nichts von uns und in der zweiten Halbzeit lief es dementsprechend etwas besser. Obwohl immer noch da sehr viele Fehler gemacht worden sind, aber letztendlich bin ich mit der zweiten Halbzeit wesentlich zufrieden als mit der ersten Halbzeit. Halbzeit 2 bei Sportfreunde, sehr viel Aktivitäten auf dem Platz. Zum Schluss wurde gewechselt dreimal. Man konnte von außen sehen, die Bank war heute sehr dünn besät. Alle Spieler wurden nochmal eingewechselt. Wo sind die anderen Spieler, verletzt oder urlaubsbedingt? Ja, also wir haben schon ein paar Leute verletzt. Letzten Endes muss man, glaube ich, allen ist klar, wer bei dem Wetter eingewechselt wird, mit kalten Füßen in so ein Spiel, wo man einfach gut steht, wo jeder seine Position gut hat, da fällt es schwer, recht früh zu wechseln. Natürlich gönne ich jedem jede Einsatzminute, aber wie gesagt, keiner von uns hat Mecher nicht unterschätzt. Ja, und ich glaube, wenn das 3:2 vielleicht in der 75. fällt, dann
dann wird das nochmal ein hektisches Ding und das wollten wir einfach vermeiden. Insofern haben wir in meinen Augen in der zweiten Halbzeit sehr cool und sehr souverän das Ganze über die Bühne gebracht, haben uns Chancen rausgespielt, trotzdem noch, haben keinen Hurra-Fußball gespielt und ich glaube, wenn man einem Gegner diesen Respekt entgegenbringt und gegen Mecher nicht, die, wie gesagt, ne, auch wenn es Aufsteiger sind, aber ich glaube auch einen ganz guten Lauf hat und sich dieses Jahr recht gut verkauft hat, dann mit so wenig Torschüssen nach Hause schickt, dann ist es, glaube ich, für uns recht gut gelaufen. Herr Mertens, jetzt 14 Spiele, 7 Spiele haben Sie gewonnen, 8 verloren, richtig? 7 Spiele gewonnen? Moment. So viele verloren haben wir noch nicht. Also Moment, drei verloren, genau. 3 jetzt verloren, 7 gewonnen, 4 unentschieden, so war es, genau. Wie sehen Sie die Bilanz? Sie sind jetzt 3 Jahre aktiv als Trainer in Mechernich. Wenn man sich die Mannschaft anschaut, die ist ja eine Gemeinschaft, die ist ja schon über fast Jahrzehnt zusammen, teilweise 8, 9 Jahre im Verein. Sie haben ja nur 2, 3 neue Fremde bekommen, ich glaube vom Kalais 10-mal. Aber ansonsten sind die Jungs ja schon jahrelang in TuS Mechernich, sage ich mal, ansässig und spielen für den Verein, für die Ehre. Dementsprechend haben sie es ja auch wesentlich einfacher mit der Mannschaft, sage ich mal, von Spiel zu Spiel über die Saison hinaus, sage ich mal, zu planen. Ja, ich sag mal so, dadurch, dass das so eine Einheit ist, können wir überhaupt noch planen. Also wenn ich Ihre Platzanlage hier wieder bewundern darf, wir haben ein sehr schönes Stadion, absolute Asche, zurzeit alles sehr hart gefroren und sehr weitläufig. Wir haben kein Clubheim, kein richtiges. So einen Raum wie hier können wir überhaupt nicht bieten und die Jungs bekommen kein Geld und die stellen sich Jahr für Jahr dahin und rennen, ja, weil sie einfach Spaß haben untereinander. Und deswegen ist dieser Aufstieg für uns eine sehr schöne Sache, aber wie gesagt, die finanziellen Mittel sind überhaupt nicht vorhanden, um zu sagen, wir nehmen jetzt Spieler dazu, die vielleicht spielerisch uns voranbringen würden, damit wir auf Teufel komm raus in der Bezirksliga bleiben. Wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen, was wir können, wir wissen, was wir nicht können und daran arbeiten wir einfach. Der eine oder andere kommt dazu, aber es muss halt einfach passen. Das sind junge Kerle, die zu uns kommen und die einfach diese Gemeinschaft auch genießen. Und das ist unser Erfolgsrezept in den letzten 3 Jahren, aber auch schon die Jahre davor. Mein Vorgänger, der Peter Lange, hat, glaube ich, 18 Jahre war der Trainer, hat die von Kindheit an betreut. Wenn dieses nicht wäre, dann hätte die TuS ein erhebliches Problem, eine Mannschaft zu stellen, also meiner Meinung nach. Bernd, heute zum Schluss, hat man eben schon mal angesprochen, wurden die Spieler nochmal ausgewechselt. Ist das ein Dankeschön vom Trainer gegenüber den Spielern, dass sie, sag ich mal, bei den Temperaturen, sag ich mal, 100% Einsatzbereitschaft zeigen? Oder für welche Konsequenzen wurden die eingesetzt zum Schluss? Ja, ich glaube einfach, um das Spiel auch da ein bisschen zu beruhigen. Also ich denke mal, das ist für jeden Trainer, wie gesagt, ich habe Mecher nicht bis zur letzten Minute nicht unterschätzt. Ja, auch wenn wir da vielleicht in der Nachspielzeit schon vorm Abpfiff abgeklatscht haben, aber trotzdem glaube ich, 10 Minuten vor Schluss dann nochmal mit einem Wechsel ein bisschen zu beruhigen, positionsgetreue Wechsel, glaube ich, das gehört dazu. Und ja, von unserer Seite war halt einfach, ne, so immer die Angst da, dass wir noch ein Gegentor kassieren. Insofern hatten wir den Respekt und bringen dann auch, um das Spiel zu beruhigen, nochmal den einen oder anderen auf dem Platz. 13 Spiele, 10 Siege, richtig? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Sie als Co-Trainer wissen es auch nicht? Doch. Und? Das stimmt. 13 Spiele, 10 Siege. Und wenn Sie jetzt mal so ein bisschen Fazit ziehen, so kurz vor der Winterpause, alle Ziele erreicht oder gibt es noch gewisse Ziele jetzt in den beiden Spielen? Ja, wir wollen eigentlich schon noch die 2 Heimspiele gewinnen, ganz klar. Wir haben einen guten Lauf, den wollen wir beibehalten und alles andere ist, glaube ich, schauen wir mal. Man muss ja immerhin mal fragen als Journalist, es gab ja so gewisse Gerüchte hier in der Region. Sind die Gerüchte vom Tisch? Gerüchte? Gerüchte. Bezüglich was? Transfergespräche. Ja, also man kann den Verein im Winter wechseln, wenn die Vereine einverstanden sind, wenn man die Freigabe bekommt, das ist korrekt. Das wird mit Sicherheit bei uns auch diskutiert,
Aber wie gesagt, ich glaube, da gibt es nichts, was man jetzt hier irgendwo in die Waagschale wirft. Das wird mit den Leuten besprochen. Wie gesagt, klare Aussage ist, dass sich Spieler verändern wollen. Wir müssen gucken, wie wir das Ganze auf die Reihe kriegen. Also wie gesagt, wir versuchen jeden Wunsch klar zu erfüllen, aber es ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Sache. Wir sehen Verein, wir sehen Mannschaft und ja, wenn dann Einzelschicksale dabei sind, müssen wir halt einfach überlegen, wie wir es machen. Also ich bin da sehr, sehr optimistisch, aber wie gesagt, wir haben noch zwei Spiele, dann ist Winterpause, dann haben wir ganz, ganz viel Zeit für die Sachen alle zu erledigen, wer dann was, wo, wie machen möchte. Und dann denke ich mal, dass wir im Januar mit einer Truppe auflaufen, die vielleicht im Kader her ein bisschen breiter ist. Aber alles in allem, wer denn dazu zählt und wer nicht mehr dazu zählt, das entscheiden wir einfach nach dem letzten Spiel. Ja, klare Worte. Also zu den Gerüchten, man sollte die Gerüchte auch direkt, sag ich mal, tot beziehungsweise dementieren, dass sonst hier in der Region, sag ich mal, solche Gerüchte ausgekocht werden. Das ist natürlich auch für den Verein sehr schlecht. Also vielleicht ganz wichtig ist, dass es bei uns keine Gerüchte gibt. Bei uns gibt es klare Aussagen. Ja, Spieler sind an uns herangetreten. Wir haben ganz offene Gespräche, gibt es gar keine Gerüchte. Wir wissen genau, wie der Stand bei allen Sachen ist. Insofern ist es, glaube ich, für uns ganz, ganz wichtig, dass wir einfach versuchen, diese Sachen müssen nicht öffentlich diskutiert werden. Wir intern haben mit allen Spielern klar gesprochen. Wir wissen, was jeder Spieler will. Und für uns ist klar, dass wir uns im Winter da zusammensetzen und die Sachen. Also bei uns gibt es keine Gerüchte. Bei uns gibt es einfach Fakten und die werden wir dann nach dem letzten Spieltag werden wir die bearbeiten. Herr Mertens, nochmal zurück zum Aufsteiger. Noch vor der Winterpause, welche Spiele stehen noch an bei Ihnen, beziehungsweise was denken Sie da noch, sag ich mal, positiv rauszuziehen, um denn, sag ich mal, auf die Weihnachtsfeier sich zu konzentrieren? Mit der Weihnachtsfeier kommen Sie zu spät, die hat am Freitag. Ob das der Grund war, dass wir heute die ersten 45 Minuten so schlecht waren, weiß ich nicht. Es war jedenfalls sehr heftig. Wir haben nicht viel, aber das können wir, ja. Allerdings muss ich sagen, wir haben jetzt noch zwei Spiele. Wir haben ja noch ein Nachholspiel gegen Bedburg und wir spielen noch gegen Brauweiler. Wie gesagt, wir versuchen aus diesen zwei Spielen zumindest noch drei Punkte zu holen. Minimum sechs wäre mir natürlich sehr recht. Für uns geht es weiterhin nur um den Klassenerhalt. Und da ist Brauweiler zurzeit noch ein Konkurrent und Bedburg ebenso. Und deshalb müssen wir Distanz halten und wir werden auf jeden Fall versuchen, nicht zu verlieren. Und Sie wollen auch, sag ich mal, klar als Zielsetzung, als Aufsteiger hatten Sie von vornherein, sag ich mal, sich so wahrscheinlich aufgestellt, dass Sie die Liga auch, sag ich mal, halten wollen. Ja, natürlich. Nicht mal kennenlernen, sondern Nein. Also ich denke mal, jeder, der Fußball spielen sollte, so, ehrgeizig sein. Das hängt ja auch vom Spielermaterial. Ja, natürlich. Aber ich denke mal, wir können in der Kreisliga A bei uns im Kreis sehr gut mithalten. Und wir haben jetzt bewiesen, dass wir 25 Punkte geholt haben. Die bekommen wir nicht geschenkt. Also ich sag mal, wir hatten vielleicht im ersten Spiel gegen Lichtsteinstraß sehr, sehr viel Glück, dass wir da gewinnen konnten, aber alles andere war bei uns einfach hart erarbeitet. Und daran werden wir weiterhin schrauben, dass wir in jedem Spiel 90 Minuten plus X marschieren können und uns wehren können und uns dann nach und nach vielleicht ein bisschen fußballerisch auch verbessern. Ich denke mal, wir stehen nicht zu Unrecht nicht auf dem Abstiegsplatz, sondern weiter oben. Dass wir da nicht ganz nach oben gehören, wissen wir selbst. Aber solange wir uns da halten können, möchten wir es auch machen. Wen sehen Sie denn oben in der Liga? Also ich habe gesehen, dass jetzt heute Sportfreunde, die waren natürlich fußballerisch sehr stark, Schwarz-Weiß-Düren eigentlich auch. Da konnte man die erste Halbzeit offen gestalten. Die zweite Halbzeit war es dann doch schon deutlich zu sehen, dass man spielerisch uns überlegen war. Aber alles überschattet hat bis dato wirklich Hohenlind. Also, und die waren bei uns zu Hause auf dem Platz. Und die haben wirklich ein Passspiel an den Tag gelegt. Das hat als Trainer des Gegners Spaß gemacht, mitzuschauen. Also das muss man mal sagen. Hohenlind hat eine sehr hohe Qualität. Aber ich denke mal, das könnten so die zwei, drei Mannschaften sein, die ich am Ende ganz oben sehe, die drum kämpfen. Kommen wir nochmal zurück zum Schluss zum Gastgeber, Sportfreunde Düren. Von Spiel zu Spiel, die Siege sind eingefahren. Bernd, was haben wir denn jetzt noch so als Wunsch bis zur Weihnachtsfeier? Ja, also als Wunsch haben wir natürlich 6 Punkte aus den letzten beiden Spielen. Das wollen den Lauf natürlich nicht herschenken.
glaube ich, wir haben die Spiele zu Hause, die werden stattfinden hier. Einfach mal abwarten, was noch draus wird. Also ich bin da wirklich sehr, sehr optimistisch. Momentan macht es Spaß, den Jungs zuzugucken. Ich glaube, die Mannschaft hat eine sehr positive Dynamik entwickelt und Training macht Spaß und insofern bin ich davon überzeugt, dass wir da die letzten Wochen noch vernünftig über die Bühne kriegen. Über die Schiedsrichterleistung heute brauchen wir, glaube ich, nicht zu debattieren. Wie gestern in der Bundesliga gab es ja so einige Entscheidungen, aber hier war da alles soweit korrekt, oder? Hatten Sie irgendwie Bedenken auch mit dem Elfmeter und mit gar nichts? Ich sag mal, nach dem Spiel heute sollten wir vielleicht weniger auf den Schiedsrichter gucken, sondern auf uns selbst. Also an dem lag es mit Sicherheit nicht, dass wir die ersten 45 Minuten so unterirdisch Fußball gespielt haben. Das ist immer sehr leicht. In manchen Situationen kann man sich vielleicht mal aufregen. Aber ich denke mal, also nicht nur heute. Wir haben eigentlich bis dato recht gute Schiedsrichtergespanne gehabt. Also es war ich denke mal, es gleicht sich immer mal aus. Man fühlt sich in einem Spiel benachteiligt. Im anderen Spiel sagt man, heute hat es vielleicht ein bisschen Glück mit der Entscheidung. Und dementsprechend bringt das gar nichts, immer zu hadern. Aber trotz Niederlage sind Sie mit der Leistung heute... Ja, war ja auch nicht so viel zu entscheiden, denke ich mir mal. Also es war kein irgendwas Unfaires dabei oder Hinterhältiges. Es ist immer noch so ein bisschen Kontaktsport. Also ganz ohne ist noch kein Basketball und dementsprechend, denke ich mir mal, war alles in Ordnung. Fragen aus dem Zuschauerraum zu den beiden Trainern, beziehungsweise drei Trainern. Der Co-Trainer ist auch heute bei den Sportfreunden dabei. Fragen können gestellt werden. Seitens Mechernich oder seitens Sportfreunde sind ja beide Parteien sind hier vertreten, sehe ich. Also, okay. Ja, dann muss man sich mit der Stadt mal hier, sag ich mal, kurz schließen in Düren. Ein Stück haben wir noch. Ja. Gut, man muss natürlich hier sagen, das ist ein ganz besonderer Rasen, der ist ja auch Champions League geprüft, ne, Herr Wolf, richtig? So, und dementsprechend ist das auch, es soll auch ein Aushängeschild werden in Düren, die Sportfreunde. Dementsprechend ist hier ein gewisses Konzept, sag ich mal, jetzt im Aufbau, was in den nächsten Jahren, sag ich mal, umgesetzt werden soll. So, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in Mechernich aussieht, aber gewisse Pläne haben Sie da wahrscheinlich auch, wenn Sie jetzt in der Bezirksliga schon sind. 2 Jahre waren Sie in der Kreisliga, jetzt in der Bezirksliga und da wollen Sie ja auch Fuß fassen. Also müssen Sie auch zu Hause an der Anlage was machen. An uns wird es nicht liegen, aber ich denke mal, man hat jetzt am Schulzentrum einen Naturrasen gebaut, keinen Kunstrasen, und wir sollen den nutzen dürfen zum Spielen. Unsere Jugend darf nicht drauf, nur die Seniorenmannschaften sollen drauf, nicht trainieren, sondern nur spielen. Und das zeigt so, welchen Stellenwert wir da so haben. Also, das ist unvorstellbar manchmal. Ja gut, aber da ist die Politik gefragt und da muss man sich dementsprechend mit den verantwortlichen Personen auseinandersetzen. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen nächstes Jahr auch Landtagswahl und da können Sie auch in der Eifel mal zuschlagen. So wäre es ja auch gedacht, sage ich jetzt mal. Ne? Und so fein stimmen die Farben nicht. Also das Farbenspektrum stimmt. Das ist ja in Deutschland auch zurzeit sehr stark in Schwankungen. Wir kommen mal schauen, was heute Abend passiert in Österreich und in Italien und die anderen europäischen Länder werden ja in den nächsten Monaten nachziehen. Also wir haben in Deutschland alles in der Hand. Sonst noch Fragen hier aus dem Zuschauerraum? Ja, hier, wir haben noch kalte Duschen am Spiel. Kalte Duschen? Das ist natürlich jetzt sehr, sehr peinlich hier. Ein Champions League Rasen und ein kalte Duschen. Herr Wolf, jetzt sind Sie gefordert. Das heißt, Prioritäten, die bei 5 Toren sind die Duschen warm und bei 3 sind sie kalt. Aber es gibt ja auch, glaube ich, eine Autowaschanlage hier in Düren. Ich glaube, in Niederzier, Carstyle, man macht mal ein bisschen Schleichwerbung jetzt hier zum Schluss, aber da ist eigentlich eine gute Adresse für eine Autowaschanlage. Die Autos waschen wir warm. Ja, zum Schluss ein paar witzige Bemerkungen. Ich würde sagen, vielen Dank für die heutige Pressekonferenz, auch den Zuschauern zu Hause. Alles Gute für die nächsten Tage und wir freuen uns auf den Gegenbesuch bei TuS Mechernich und wir freuen uns auf die nächsten Heimspiele hier bei Sportfreunde Düren. Vielen Dank.